Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Ja, schön wieder hier zu sein und sich nicht von Solarium infiziert, Adamantium-Klauen zerhackt oder von irgendwas anderem getötet zu wissen. Nein, ich stehe noch hier und kann euch wieder voll labern. Hinter der wunderschönen Kulisse von meinem Balkon aus, dem Schloss Neuschwanstein, dem One-Billion-Dollar-View hier und bei einem wunderschönen wolkmixigen Sonnenuntergang mit den Bergen im Hintergrund, die so schön mit den Wolken so ein orange-rosanes Bild abgeben. Wunderbare Kulisse. Gestern total in den Arsch gegangen und dann hat sogar noch angefangen zu gewittern. Das wird bald wahrscheinlich auch nochmal richtig spektakuläre Aufnahmen habe ich da geschafft. Aber darum soll es heute gar nicht so wirklich gehen. Ich möchte einfach nur signalisieren, dass ich tatsächlich noch lebe und vor euch stehen kann. Und wenn es bald wieder oder in Zukunft wieder dazu kommt, dass ich eine Weile lang keine Videos mehr machen kann oder die Motivation verloren habe, dann werde ich das jetzt auch vorher mal ankündigen und nicht so wie beim letzten Mal ein Video machen, dass ich wieder zurück bin und wieder Videos mache und dann nach 3 Monaten wieder aufhöre. Also ich habe jetzt auch keine richtige Entschuldigung dafür oder keine richtige Erklärung dafür, dass ich die letzten paar Wochen, Monate oder das letzte halbe Jahr nicht mehr so aktiv war, was Videos angeht. Ich kann höchstens sagen, dass ich für den Februar ein relativ fettes Projekt geplant hatte, was dann leider aus zeit- und produktionstechnischen Gründen nicht mehr so umgesetzt werden wollte. Und dann wollte ich es auch nicht mehr hochladen, so wie es war, weil ich einfach nicht so zufrieden damit war. Und sich da dieser kleine Perfektionist in mir auch noch eingespielt hat. Und dann habe ich durch Schulzeug und anderes Zeitgedöns einfach auch die Motivation verloren. Und das tut mir jetzt wirklich ausgesprochen leid. Aber ihr bekommt dafür jetzt auch ein paar neue Channel-Konzepte. Ich versuche nicht mehr in Richtung Real Life und Entertainment zu gehen, dass ich euch zum Beispiel Spiele oder Filme näher bringe. Das meine ich mit Entertainment. Ich bin ja kein Entertainer, oh mein Gott, dann würde ich Geld damit verdienen mit meiner wunderschönen Fresse. Tatsächlich ist es so, ich möchte mal wirklich jetzt anfangen mit den Filmreviews und euch Filme von meiner Sicht auch ein bisschen mehr aus der technischen Sicht näher zu bringen, weil ich das alles ja auch sehr mit Kamera und Framerate und 3D bezogen anschaue teilweise und die zumindest die teuren Budgets-Filme, die großartig aussehen wollen, auch danach bewerten. Deswegen ist Godzilla auch ziemlich beschissen, aber dazu dann in einem eigenen Video mehr. Nein, ich möchte euch dann auch noch ein bisschen was über Spiele berichten und zwar nicht unbedingt auch im klassischen Sinne, zwar natürlich auch zu so E3-Sachen, dazu werde ich dann auch gleich nochmal meinen Senf abgeben. Und auch noch was in die Richtung Let's Plays. Da bin ich mir aber noch nicht sicher, ob ich Commentary-Sachen mache oder so kleine Let's Play-Schnipsels. Bis jetzt habe ich ja Let's Plays eher so als eine Art Podcast-Plattform benutzt und das möchte ich eigentlich auch weitermachen. Wobei ich auch schon mit dem Gedanken spiele, dass ich mich mal mit einem Kumpel zusammensetze und einen richtigen Podcast mache. Das wäre dann aber irgendwie ein Projekt für viel, viel später und für eine vollkommen andere Situation. Deswegen, das ist noch ziemlich weit weg. Naja, auf jeden Fall ergibt es sich, dass ich dann jetzt ab dem Freitag nach Berlin fahre und von Rostock aus dann mit der AIDA über Stockholm, St. Petersburg, Helsinki und eine litauische Stadt, heißt es glaube ich, irgendwann in Lettland oder so, keine Ahnung, ich weiß nichts darüber, fahre und da möchte ich euch in Form meiner Kamera mitnehmen. Ist jetzt zwar keine so lebens- und einstellungsverändernde Reise wie zum Beispiel bei Maniac, der einfach mal nach Australien reist, weil ich auch unbedingt mal machen möchte, wenn ich groß bin. Brauche ich hier einen Hocker, damit ich so hochkomme und ihr das mit dem Licht alles gut seht. Aber ich bin schon groß. So groß bin ich. Nein, ich möchte euch dann so ein bisschen Eindrücke über die Städte geben und da so ein paar Details machen. Ich habe da schon einige Ideen für, gerade Stockholm interessiert mich, weil auch nicht nur ich Schweden relativ interessant finde als Kultur im Sinne, weil ich darüber noch nichts weiß und gerne mal eine neue Kultur kennenlernen würde, sondern auch einfach deswegen, weil ich das Land sehr interessant finde und in dieser Stadt auch Minecraft erschaffen wurde, sagen wir es mal so, assembled wurde. Ja, dann Helsinki und St. Petersburg sind auch zwei relativ interessante Städte, möchte ich mal vermuten. Und dazu werde ich dann natürlich auch nochmal was machen. Außerdem natürlich so ein bisschen was zum Schiff und so ein bisschen was aus außenrum passiert. Und anderes Gedöns, aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Was auch noch kommen wird, sind Technik-Reviews, da schaue ich mal, vielleicht kriege ich mal sogar irgendwie Testmuster oder so zugeschickt. Das muss ich dann noch mit den entsprechenden Technikunternehmen ausmachen. Allerdings habe ich da schon eine relativ coole Video-Idee fürs Moto G. Bevor ich das mache, möchte ich dann auch noch mal kurz
final sagen, dass ich echt froh bin, dass mich tatsächlich dann noch Leute abonniert haben und dieser Kanal nicht ganz ausgestorben ist, zumindest was Zuschauer angeht. Und ich hoffe, dass sich das jetzt auch ein bisschen ändern wird. Also wenn dir das, was ich bis jetzt gemacht habe oder das, was ich jetzt vorhabe zu machen, gefällt, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen und natürlich noch mehr über ein Däumchen, weil die kann ich dann essen. Ich bekomme ja sonst nichts und sonst schrumpfe ich wieder, dann werde ich wieder so klein wie gerade eben. Naja, so. Eure Kapazität von Timo ist für heute auch wieder ausgeleiert, deswegen sag ich jetzt Tschüss und wir sehen uns dann sehr bald wieder.